Ein wunderschönes Hallo bei The Forest. Siehst du das auch, dass dieser Stock hier einfach senkrecht in der Luft steht? Das ist wunderschön, ja, das ist ein Fahnenmast, ja. So, man kann ihn auch umstellen. Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt sogar sieht. Meiner Meinung nach sind die Grafiken jetzt ein bisschen besser geworden. Es ist nicht mehr ganz so hell, wie man hier sieht. Na, also gerade hier hinten beim Baum, es ist nicht mehr so extremer Bloom, wie man das ja so schön sagt, sondern ist alles so ein kleines bisschen dunkler. Na? Das interessiert ihn halt überhaupt nicht. Nee, es ist natürlich Nacht, aber auf jeden Fall ist es um einiges ruckelfreier, wenn nicht sogar ein bisschen zu schnell momentan. Ich muss mal gucken, dass man überhaupt noch was sieht. Da hinten ist ein Bambi. Ja, wollen wir mal Tag machen, einfach zum Testen, damit man da auch mal was sieht hier. Ja. Moment mal, ich kann mir die ganzen Knochen klauen und mal Emma machen hier. Eigentlich. Da sind sie. Ich leg mal ein paar drauf, dann davon ein paar drauf. Dann viel von da. Ah ja, so. Ah, das ist echt schön, dass man quasi alles draufschmeißen kann. Und dann macht man einfach so viel, wie man noch hat. Jo. Dass da nicht mehr Probleme entstehen. Okay, gut. Dann trage ich das. Und trage ich das. Und dann bin ich auch hier bald Super Ammo Mr. Muscle Man. Wollen wir Tag, Mann? Jo. Wo ist denn? Hallöchen. Ich bin hier. Hier. Da. Mach. Ja, ich bin da dabei. Ist doch Stress mal nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sind wir wieder. Ja. Okay, nee, aber es ist. Also es ist immer noch ein bisschen dämmerig, aber ja. Ja, zwar noch am Morgen, aber ich denke, das war eine gute Entscheidung, da mal hier ein Graphical Break, Graphical Optimizing Break einzulegen. Eichhörnchen? Gibt es überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Ich kann hier echt Fleisch von der Stange futtern, das gar nichts bringt. Das ist dann anscheinend total durch. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, da. Vielleicht bist du durch. Das gibt nur die zwei. Okay. Oh, von Fleisch reden, aber neues Bambi. Ja, ich hatte es versucht, aber es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich meine Pfeilauswahl sortiert habe. Und jetzt ist mein Speer auch weg. Kannst du mir helfen, meinen Speer zu finden? Moment, wenn ich den jetzt... Der war doch hier hinten irgendwo. Toll. Ach, das fängt ja gut an, Herr Mensch, das ist auch mal wieder, ha. Bist ein Profi. Ne, aber ich denke, es ist ein bisschen ruckelfrei. Was sagst du denn dazu? Sieht von außen so aus, ja. Ja, guck doch mal schnell in die Aufnahme, ob das... Ja, genau. Ich weiß, wie man das sieht. Ich habe da echt einen Blick für. Ja, genau. Schielt zwar wie eine Sanduhr, aber ich habe einen Blick für. Ja. Okay, ich glaube, mein Speer ist weg. Das hast du gut gemacht. Ja, ich glaube, ich brauche einen neuen. Mist. Das war doof. Hätte ich mich mal konzentrieren sollen. Ja, also was machen wir? Ja, wir hatten ja überlegt, eine Motorsäge zu finden. War so der Stand der Dinge. Vielleicht sollte man das tatsächlich tun. Das heißt, ich glaub, wieder in die Höhlen rein? Ja. Ja. Und ich meinte, hier hinten gibt es einen Höhleneingang. Nee, Quatsch, hier sind die Container. Ja, hier hinten ist einer. Warte mal, der ist gar nicht weit weg. Das ist so eine Art... Ach so, das ist da... Hä? Das ist bei unserer Base? Nee, ein Stück neben unserer Base. Ach so. Wenn ich das jetzt richtig sehe auf der Karte. Ja, 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 hier ist ein Baum. Das ist ja super, nee, okay, duper. Hier soll... Ach, das hat man doch schon mal, oder? Wahrscheinlich. Oh, und ich hätte mal was essen sollen. Ich habe gerade ein Bambi erlegt. Oh, krass. Ja, war schon nicht einfach. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, das Licht sieht doch ein bisschen besser aus hier. Muss man mal neidlos anerkennen, warum auch immer man da Neid haben sollte. Aber, ne? Nee, stimme das zwischen den Bäumen durch, ne? Drei. Und so weiter. Ja, nee, ich habe jetzt einfach nur mal die Plane abgelegt und da ist schon das Licht schon besser. Ist ganz gut so.
Okay, dann nehme ich mal schnell die hier. Und auf der Plane ist es schon fast ein bisschen hell. Mhm. Oh. Okay, also hier soll irgendwo ein Einstieg sein. Mist. Laut Karte. Du hast doch auch eine Karte eigentlich. Warum? Ah, hier? Moment. Ach so. Oh, das ist hier. Oh, pst. Da hinten ist ein Bambi. Meinst du einen Gegner? Ja, das auch. Aber ein Bambi ist. Das ist mir gerade wichtiger. Der macht ein bisschen Schattenboxen hier. So mies aus mit dem Katana. Also man schnitzelt einfach nur so ein volles Brot rein, weißt du? Wie so ein Nasser. Also echt wie so ein voller Amateur mit so einem Ding umgehen würde. So sieht das ja von außen aus. Ja gut, das sind wir ja auch letztendlich. Da ist ein Bambi! Das ist aber auch Katana Improved. Das ist, da muss man fast mehr gegen ankämpfen als hier gegen Dingsens. Oh, jetzt habe ich das wieder. Oh, ein Bambi. Oh, das war ja ganz schön. Ich setze mich für den Naturschutz ein, ja? Also lass mich. Ich weiß noch nicht, wie. Ah, hier ist doch ein Einstieg. Ach, super. Ja. Das könnte mal ein Einstieg sein. Dann gehe ich doch aber ganz schnell nochmal. Warum haben wir jetzt zwei. Hey, ich bin verwirrt. Ich gehe ganz schnell nochmal zum Fähnchen zurück und esse was vom Drying Rack. Weil mir der Magen in der Kniekehle hängt. Na, toll. Ja. Sehr ekelhaft. Ah, Entschuldigung. Dann würde ich mal zum Arzt gehen, ja. Oh, da ist gerade ein Bombi vor. Ein Bambi. Ein Bombi. Der Bombe, ey. Geil, Bambi. Ey, cool. Ja, ja. Das ist mir gerade direkt vor. Oh, Gewitter. Ist mir gerade direkt vor. Dem Neuss? Ist mir gerade direkt vor mir. Vor meinem Auge aufgespawnt. Ah! Oh. Ja, scheint sehr kompliziert zu sein. Ja, ja, Bombi, Bambi, spawned, aufgetaucht. Nein, ich verdurste. Überfordert. Alter. Also. Hey, so alt bin ich auch wieder nicht. Hm. Ah ja, so. Hey, das war doch gut. Das war gutes Wasser. Ich weiß nicht, was die haben. So, so. Dann hänge ich hier nochmal ein bisschen was auf. Ich glaube, dein Problem eben beim Drying Rack könnte gewesen sein, dass du Sachen gegessen hast, die noch nicht fertig waren. Noch nicht ganz gedried. Kann sein, ja. Hard Drying aber sozusagen. Ja. Dry Hard. Wenn es im Dunkeln ist, dann ist das auch nicht so gut. Geh weg. Wo ist denn jetzt dein Schriftzug? Ich habe dich eben gesehen, also müsste nicht weit weg sein. Bist du mit zurückgelaufen? Da ist er doch. Ja, ich musste nur kurz wegen dem Gegner hier. Ja, 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 ich bin gleich da. Ey! Bist du mir jetzt hinterhergelaufen? Das geht ja mal gar nicht. Finde ich nicht in Ordnung. So. Ach genau, so kann man blocken. Ja, man kann blocken. Du weißt, dass man blocken kann? Ja, ja, ich vergesse es noch, aber ich denke mal, ach komm. Ja, ich war mir ein Anfänger. Ja, genau. Oh, ein Bambi. Ist doch nicht schön. Vor allem bleibt das einfach stehen und erleidet es. Das ist so, ach ja, gut, dann. Das ist die Natur, denkt sie. Das ist halt so. Moment, jetzt muss ich irgendwas sehen. Ich habe den Text vergessen. Warte, warte, warte. Das ist ein typisches Disney-Bambi. Ja, genau, genau. Ja, jetzt hast du hier... Hier liege ich hier. Blute aus, blute aus. Was? Oh Mann, fies. Ja, du hast jetzt hier ein Feuerchen gemacht. Warum? Ja, weil ich dachte, ich bringe uns einen Röstepeter vorbei, aber irgendwie ist der... Nicht? Schon eins mit der Natur geworden. Oh. Jetzt was gesagt, dass du dann Feuer gemacht hast, dann hätte ich uns einen Röstepeter mitbringen können. Ich hab ihn gerade, mach schon mal an. Ach, hast du den? Ja, hab ich schon angemacht. Weil der hat mir ein bisschen Rüstung weggedamaged und die wollte ich mir wiederholen. Ja, du musst ja natürlich wieder volle Rüstung haben. Ich wollte mir... Ach genau,
Könnte ich mir dann Knochen klauen, um mein Spear zu upgraden? Ja, schaust du mal. Ja. Boah, der Wind! Der Wind! Das Rind! Das Kind! Moment, solange. Ja, genau. Ja, was? Entschuldigung. Hier gibt's auch Bären zum Futtern. Also Bären. Ach so, Bären. Ja, ich wollte schon sagen, welche Bären meinst du denn? Hey, hier ist doch dein Typi. Hä? Den hast du da eingesammelt, dachte ich. Der lag direkt. Nee, ich hab auch einen eigenen Typ gemacht, hallo? Ach so. So. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Da hat einer, wenn du weiter weg gewesen. Nee. Ja, ich. Health Mix und Health Mix Plus. Ja, das ist doch. Nicht das gleiche. Dister. Und jetzt. Nee. Hä? Dis, nee. Hä? Nee, ich möchte doch kein Energy, Mann. Ich möchte doch eigentlich nur. Ach so. Cornflower brauche ich noch. Was ist denn das jetzt? Ja. Health. Und ich habe keine Cornflower. Ah. Das erklärt, warum ich das nicht machen kann. Das ist, Physik. Hast du nicht. Okay, hast du ihn jetzt eingesammelt? Wen? Meinen Typi? Ja. Okay, ich brauche eigentlich nur einen Knochen, aber ich nehme mal den ganzen mit. Ja, ist mir klar. Ja, brauchst du sie noch? Nein. Ja, war mir klar. Nein, ich weiß es schon, aber es geht. Ich habe jetzt die Hälfte an Rüstung voll und dann ist gut. Ich kann dir den Rest geben. Wollen wir am Tag in die Höhle gehen? Oder wollen wir warten, bis es Nacht ist und dann erst reingehen? Ja, wollen wir hier noch einen Dreieck bauen? Oder? Ja, also was wollen wir sonst machen hier? Ja, das stimmt halt auch. Hey! Wo ist er denn? Da! Hier! Oh, bei Fuß! Da! Hast du einen Knochen! Ja, toll, sehr klasse! Yam. Ne? Brauchst du noch ein paar mehr? Nee, ist okay. Das wäre sonst ein mühsames Unterfangen, glaube ich, jeden einzelnen Knochen da drauf zu legen. Okay. Ja, dann nix wie rein in Höhle, hä? Moment. Nein, das wollte ich nicht. Wir können auch schnell hier so eine Öllampe bauen. Mhm. Oder das können wir auch drinnen machen. Ne, mein Gedanke war jetzt gerade, wenn wir rauskommen, haben wir dann ein bisschen Licht, aber ist ja wurscht, wir wissen ja eh nicht, wo wir rauskommen. Also, auf geht's. Das stimmt. Ins Getümel. Oh, das war ein Fehler. Oh. Ah, ne, jetzt hat das. Okay. Alter! Ich seh nix! Ich höre nur Gegner. Ja, ich seh auch nix. Mann. Aus irgendeinem Grund geht mein. Backe. Ah, jetzt geht mein Leiter wieder. Sagen wir mal zusammen hier. Oh, es ist doch zum Kotzen. Würde ich gern, ich habe aber wieder einen Rückwärtslauf-Bug. Ach, ist nicht wahr. Den kriegst du aber nur in Höhlen, kann das sein? Nee, der letzte war ja aus. Da waren wir aus der Höhle draußen. Ey, danke. Ich dachte, es hilft. Ach so, ja, nee, danke. Aber tut's leider nicht. Bleib mal jetzt bei dir. Wo läufst du denn hier hin? Junge, bleib mal stehen. Nee. Kümmer dich mal um den, der da rumläuft. Ich will ans Seil und gucken. Ja, genau. Da bist du ganz richtig. Bist du weiter rechts? Alter, wie der jetzt gerade hier weggeflippt ist, ey. Oh, das ist doch schon wieder Blödsinn. Den hatte ich aber auch noch nie. Ja, das ist das Spiel mehr kann ablesen, wie gut man hier im Gameplay ist und erhöht dann den Schwierigkeitsgrad automatisch. Das wird sein, ja. So, jetzt muss ich hier hochklettern. Ja. Das hat schon mal geklappt. Nö, das bringt auch nichts. Mist. Dann muss ich vielleicht ganz hoch klettern, um dann den Abschnitt neu zu laden. Du hast einfach die Tastatur invertiert, du Noob. Ja, genau, aber die läuft ja von alleine, das ist ja das Problem. Das. Ja, ich drück ja gar nichts, das ist ja genau das Ding. Dann hör doch auf, rückwärts zu drücken. Ja, mach mal deine Tastatur sauber. Ja. Das Komm sind so hier? Kommentare, die man vielleicht irgendwann erarbeitet. Ich kann auch nicht mehr das Seil hochlaufen, weil er ja die ganze Zeit rückwärts läuft. Kann ich dann vielleicht runtergucken und dann so wieder hochlaufen? Geht das?
Mann! Das ist doch Kacke! Was soll das denn für ein Bug? Das ist doch ein unnützer Bug! Weil alle anderen... Meinst du nicht, der ist sinnvoll? Nee. Nee. Nee, nee. Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn jetzt? Da ist es. Kann ich jetzt... Nein. Ach, nee. Alles nicht so einfach. Ja. Okay, jetzt habe ich hier wieder alles aus... Ich kann da auch nichts machen. Was soll ich denn da machen? Ich kann da nichts machen. Kannst nichts machen, ne? Moment, kann ich vielleicht jemanden aufnehmen? Dass das was hilft? Ja, genau. Nee, ich laufe zu schnell dran vorbei. Weißt du, was das bringt? Du musst dich ins Feuer stellen. Nee, ich glaube nicht, dass das was ist. Okay, hey. Nee. Ja, jetzt... Leg Nate ins Feuer, bitte. Ja, ja, ich muss nur... das wird nicht klappen. Oh, das ist doch Blödsinn schon wieder hoch 15. Warte mal, ich versuche einfach mal alle Tasten gleichzeitig zu drücken. Ja. Leg mal dein Gesicht auf der Tastatur bitte ab. Es hat funktioniert. Ja, super, siehst du? Guck, ja, es geht wieder. Was ist das denn für ein Blödsinn? Er merkt sie für nächstes Mal. Was hast du gemacht? Ich hab wirklich echt, also einfach nur auf der Tastatur rumgebasht. Ja, vielleicht braucht das das Spiel hin und wieder, dass man die anderen Tasten erkennt. Muss irgendwann Tastatur rekonstruieren. Das ist wie bei den autonom steuerten Autos, ne? Die registrieren müssen, ob du am Lenkrad bist oder nicht. Ne? Bist du noch da? Ach, er hat alle Tasten gleichzeitig gedrückt. Ja, ja, er ist noch da. Ja. Da habe ich auch mal so ein schönes, kurzes Video gesehen. Das war aus einem Tesla, der dann ja auch registriert, ob du die Hände am Lenkrad hast. Und es reicht ja auch nicht nur so, dass die Hand so drauf zu legen. Ne? Du musst ja schon festhalten, das Lenkrad, weil es sonst eine Warnmeldung gibt. Und du hast ja den Mittelstreben vom Lenkrad und dann den Ring außenrum. Ne? Also es ist ja festgemacht in der Mitte und dann den Ring außenrum. Und ja. Da in der Kante, die dann da entsteht, hat er halt einfach eine Orange reingedrückt. Dann ist genug Druck auf dem Lenkrad, das Auto merkt, ach, das wird festgehalten und er kann dann halt freihändig im Auto sitzen, während es halt autonom da rumfährt. Ja. Es ist so, ja, merkwürdig. keine Ahnung, wie viel Millionen teure Entwicklung für die KI und alles und ja, eine Orange umgeht das Ganze. Naja. Ja, das ist aber halt logisch. Ne? Also das andere auch gesehen bei einem Audi, wo es dann auch sowas gibt, dass er die Spur halt hält, aber er will halt gerne den Widerstand, am Lenkrad möchte er gerne den Widerstand spüren, dass da noch Hände dran sind, ne? Ja. Also das ist dann, das merkt er halt so ein bisschen am Gewicht quasi. Er hat einfach von einer eine volle Bierdose dran gebunden ans Lenkrad. Und dann hat das auch genug Gegengewicht gehabt, ja. Alkohol am Steuer, ja, ja, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist klasse. Ja, so, zurück zur Höhle. Ich meine, waren wir hier schon mal? Weiß ich nicht. Laut Karte nicht, aber das sagt ja nicht viel. Guck mal, ich habe eine Louis Vuitton-Tasche kaputt gemacht. Dafür ja, die habe ich auch schon kaputt gemacht. Das erwähne, ja. Okay, schade. Ja, von der Konkurrenz dann. Ja, wahrscheinlich heißt das nicht mal Louis Vuitton. Nieder mit Louis. Ja. Gut, ja, dann, hier ist noch eine Louis Vuitton-Tasche. Mhm. Da sind Tücher drin, die sind garantiert sehr teuer. Ja, gewesen. Ein Computer, was man halt so braucht in der Höhle. Oh ja. Ach, und da fällt mir ein, ich muss dann ja vermutlich wieder... Wobei es hier auch nicht großartig heller ist, muss man ja mal sagen. Aber die Helligkeit nach oben drehen. Das muss ich mir merken. Ach, wir haben hier wieder ganz viele Passagiere gefunden. Ja, wunderbar. Ach, wie schön. Weißt du, die mir alle so ans Herz gewachsen sind bei der halben Minute Flug. Unsere Reisegruppe. Ja. Eine halbe Minute Flug kannst du da nicht sagen. Mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Ach so, ja gut. Ja, da waren sie ja auch schon, ja. Ja, deshalb ist mir das jetzt so wichtig, dass ich die alle wiederfinde. Das ist, ja. Ja. Ja, wir wurden ja auch dazu beauftragt, auf jeden Fall. Ich habe Spielzeug! Komm her, Spielzeug! Die Retter werden uns nicht mitnehmen, wenn wir nicht wissen, wer hier alles auf der war. So, dann fragen wir sie mal ab. Also, wer war denn noch alles da? Ja, haben sie die bitte gefunden? Hans-Peter? Ja. Oder vielleicht hat das den Sinn, dass man dann sagen kann, hier, nimmt mich mit, ihr braucht keinen weiteren zu suchen, sind alle tot. Ja, hier vielleicht ist die Liste. Das auch, genau. Nein, wir können sie jetzt nicht retten, es fehlen noch zwei Leute. Ja, genau. Ja, ich verhungere, ich habe kranke... Ja, nein, wir müssen jetzt auch zusammen, weil wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ja. Das war wieder die falsche Taste. Oh, meine Actionfigur, die hat jetzt schon...
Ne? Kopf, Torso und ein Bein. Ja, meine auch. Wie schön. So, so jetzt. Links oder rechts ist so die Frage. Nehmen wir mal rechts, weil da stehe ich gerade. Von wo aus rechts? Ich weiß ich auch nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt bei dir. Oh, der ist hiermit aber genervt. Geh mal dahin, wo die Lampe leuchtet. Wollte gerade sagen, geh mal einfach links. Das sind wir sonst auch immer gegangen. Auch wenn das jetzt halt totale Perspektivfrage ist, was hier links ist. Hier geht's nicht weiter. Nö. Toll, warum machen sie denn so ein Holz hin? Echt, ey. Einfach nur, um neugierige Spieler zu ärgern. Ja. So, hier ist... Lampion! Oh. Aber da waren Kreuze... Du kannst doch nicht... Das sind Kreuze... Jetzt haben... Nee, okay. Das ist, jetzt wird's uns schlechter gehen. Da waren Holzkreuze dran. Hast du das Bild aufgesammelt von den gemalten Bäumchen? Musst du machen. Ja, mach ich. Geh weg da. Oh, schön. Ah, das ist das Sinkhole. Das kann sein. Ich glaube, das soll das Sinkhole sein. Ich muss mal ein paar... Schwarzer See. Ich muss mal wieder ein paar Oktiven tiefer schrauben, weil ich hab dir gerade... Oh, Sinkhole! Egal. Hm. Oh. Da, nimm den Helm mit. Ihr macht etwas asthmatische Geräusche. Asthmatisch, okay. Pass mal auf. Ich habe zwei Gegner. Nein, das sind drei. Also ich möchte ja nicht kleinlich sein, aber das sind drei. Ja. Bitte. Wuppa, wuppa. Nein, nein, nein. Das bringt hier alles gar nichts. Ich nehme mal den Speer wieder. Warte, ich bin da. Ja, du da bist. Ich bin doch da, ist doch alles gut. Ist doch alles super. Der eine ist schon fast am Keuchen hier. So, der ist down, der ist down. Gleich. Vor allem sehe ich hier nichts. Ja, ich leuchte doch extra für dich. Man muss auch mal das annehmen, was man halt zur Verfügung gestellt bekommt. Ne? Also, ja, wunderbar. Da, guck, ich leuchte dich an. Wunderbar. So. Da haben wir die doch auch schon. Das war doch jetzt keine Schwierigkeit. Da muss man auch mal, ne, einfach mal entspannt war ganz easy. Die Situation auch reflektieren. Ne? Ja. Okay, nee, jetzt haben wir die ein bisschen auseinandergenommen und gehen dann mal hier weiter in der Höhle. Und ich glaube, diese komische Torch, hier, die Electrical Torch, die ist auch nicht irgendwie... Das ist alles so Mist, so ein bisschen. Aber das soll es vermutlich auch sein. Ich würde mir ein gescheites Licht wünschen, weil ich meine, die Höhlen als Pilz, ich als die Augen habe. Ich finde das ist nicht schön. Na, vielleicht kommt das ja noch mit irgendeinem Update. Ja, genau. Von wegen. So, hier geht's in der Höhle weiter runter. Ja, da gehen wir gleich in der nächsten Folge. Ja. Oh yeah. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.